Hallo und herzlich willkommen, liebe Simulator-Freunde, zu unserem ersten großen LS17-Special. Ihr habt auf Garderol.de abgestimmt, ihr wollt News zu allen Spielen, gerne kompakt, gerne vollgepackt mit Dingen, die ihr euch anschauen könnt. Und ihr seht es schon, hier sehen wir auf dem Bild den Ladeschirm zur neuen Map. Sieht ja nicht toll aus, aber wisst ihr was? Wir gehen einfach ins Spiel. So, Charaktererstellung. Wir können männlich, weiblich auswählen, wisst ihr schon, beide heißen Jana. Wir können die Farben anpassen. Und warum kommt jetzt wieder der Ladeschirm? Ich bin ein bisschen verwirrt. So, da sind wir auch schon auf dem Hof. Und ja, mit einem Budget von 5 Millionen, glaube ich, können wir hier jede Menge anstellen. Hört mal so ein bisschen auf den Hintergrund. Da ist sogar ein Specht zugange in den Bäumen, die sich da sehr schön im Wind wiegen. Leicht aufgebessert, wie man schon sehen kann. Eine coole Funktion haben wir schon entdeckt. Und zwar, ich bin ja immer so ein bisschen farbenblind und kann schwer erkennen, was, welche Frucht wo ist. Wir können jetzt hier im Menü, wie ihr sehen könnt, das ist jetzt dummerweise Controllersteuerung, können wir Früchte an- und ausschalten. Dann leuchten auch nur entsprechend die Felder auf, wo entsprechend diese Frucht zu finden ist. Eine sehr, sehr coole Sache. Und das Gleiche geht natürlich auch hier für den Fruchtstand oder den Fruchtzustand, den Zustand und auch hier den Düngezustand, was ja auch neu ist. So, jetzt geht es ja einmal ganz schnell durch die ganzen neuen Menüs. Da werde ich auf jeden Fall noch ein kleines Analysevideo zu machen, wo wir nochmal ganz detailliert drauf eingehen. Aber jetzt möchte ich euch erstmal möglichst viel hier vom Spiel zeigen. Hier übrigens die neue Fahrzeugübersicht, dass man auch mal sehen kann, wie Kaufpreis, Verkaufpreis ist das, glaube ich, dann. Und so eine Sache mehr, Finanzübersicht. Also jede Menge neue Details auch hier im Menü zu finden, was ich ja eigentlich eine coole Sache finde. Ich bin ja ein Freund von Statistik. Auch hier gerade die Tierübersicht, mehr Infos auf der Seite und übersichtlicher, sehr schön. Aber was wollen wir sehen? Wir wollen die Maschinen sehen und da geht's auch schon los. Hier mit Flug, ohne Flug, mit Flug in einem der neuen Flagships im Spiel der Marke Fendt. Hier ein Vario 900 müsste es sein und ich würde sagen, da gucken wir mal, was der so kann. Ja, Bremsen gehen auch schon. Sehr gut. Gut. Das Ganze hier auf 120 mal Geschwindigkeit, damit wir auch so ein bisschen den Tag-Nacht-Zyklus sehen können. Denn, wie man hier sehr schön sehen kann, die Beleuchtungsengine ist überarbeitet worden. Da hinten im Hintergrund so ein bisschen Disco. Aber das ist ja noch nicht die Release-Version. Da gehe ich mal davon aus, dass das noch bis zum Release entsprechend überarbeitet und behoben wird, das Flackern. Aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, die neuen Lichteffekte. Nachthimmel hat sich jetzt nicht so viel geändert. Hier auch nochmal so ein bisschen die Fruchttextur im Detail, die wir hier gerade unterflügen. Es wird ja so sein, dass ihr zum Beispiel bei Zwischenfrüchten, die dann unterflügt, wie man das genau dann machen muss und wann man das genau machen muss, das wird auch das Spiel erklären. Hier haben wir nochmal kurz einen Schwenk in das neue Cockpit. So, Flug runter. Und los geht's. Hier hat sich jetzt optisch, würde ich sagen, nicht so viel getan. Aber wir sehen jetzt hier zum ersten Mal auch den neuen Helfer, den überarbeiteten. Leider ist es bei dieser Aufnahme so gewesen, dass er nicht, also weil es ein Flug ist, halt hat er nicht die neue Rücksetzefunktion. Und ich freue mich ja schon sehr darauf zu sehen, was der neue Helfer kann. Wir arbeiten ja sehr viel mit Helfern. Wir machen ja, es sei denn, ne, auf unserem großen neuen Multiplayer-Servern für den LS17 werden wir auch haben. Link ist in der Beschreibung, wie ihr euch da schon mal für bewerben könnt. Ihr wisst ja, wir haben das einzige Serverangebot, ja, ich würde sagen, fast weltweit, das wirklich sicher ist, wo keine Nerds draufkommen, die alles kaputt machen wollen. So, dann haben wir hier Masai Ferguson gehabt, dann Challenger. Ganz schnell, Hilfe! Eisenbahn, wir fahren Eisenbahn, natürlich. Manitou MLT 840 ist diese Lok. Und hier würde ich euch gerne mitnehmen auf eine kleine Reise rund durch die Map. Rund durch die Map. Das ist ein hervorragendes Deutsch, Herr Garderol. So, wir sehen also hier sogar einen abzweigenden Gleisanschluss. Und hier oben seht ihr auch jetzt bei Nacht nochmal das neue Beleuchtungssystem. Was mir da ein bisschen merkwürdig erschien, ist, dass auch tagsüber die Lampen an sind. Das könnt ihr dann gleich sehen. Und was wir schon gesehen haben, rund um den Bahnbetrieb natürlich komplett neue Assets, neue Gebäude. Und jetzt geht es hier ein bisschen in die engen Kurven. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, liebe Freunde von Giants, möchte ich fast sagen. Das Ganze wirkt noch so ein bisschen, als hätte hier jemand eine Spielzeugeisenbahnlandschaft gelegt.
Mal gucken, wie sich das dann wirklich dann auch im Spiel anfühlt, wenn man das auch verwendet und damit arbeitet und damit auch Geld verdient. Hier seht ihr oben, da sind wir gerade oben, wo der Pfeil geblinkt hat. Und das ist so ein kleiner Rundkurs oder ein Halbrundkurs. Nee, ist ein ganzer Rundkurs bis zum Bahnhof dann wieder. Und ich glaube im Interview, es wird also noch ein Interview geben hier mit Giants. Da haben sie, glaube ich, auch gesagt, das ist ein vergrößerter LKW oder haben das zumindest am Stand so erklärt. So muss man sich das vorstellen. Also nicht, dass man nur mit der Eisenbahn arbeiten muss oder nur mit den LKWs oder, ne, man kann beides nutzen. Und wir können natürlich dann auch hier, jetzt kommen wir zum Bahnhof und Achtung, ein Zug ist schwer. Bremsen, 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 ein Zug ist schwer, bremsen, hallo. Ja, wir wollten euch auch den Bahnübergang zeigen. Der ist hier an der Straße mit Schranken, mit Blinklicht. Nicht, dass das gleich wieder passiert wie im Eurotrack-Simulator, wo ich dann einfach mal vor die Alpha-Plane vorgefahren bin. Und ihr seht im Hintergrund, die Klappen gehen auf von den Waggons. Ich liebe solche Details. Neuer Bahnhof hier. Da kann man vielleicht eine Bodentextur noch ein bisschen machen. Aufladen konnten wir leider nicht, weil die Lager leer waren. Lagersystem auch neu. Man hat nicht mehr unendlich Lager. Man kann aber dann auf der Map bzw. Upgrades kaufen. Guck mal hier, die ganzen neuen Gebäude im Western-Style. Dann geht es hier über die Eisenbahnbrücke. Auch neu. Und so sehen wir hier mal einmal so, kriegen wir ein Gefühl für die neue Map. Ich freue mich ja da besonders drauf, das werden wir gleich auch noch sehen. Das ist ja so ein bisschen kanadisch angehaucht. Ist sogar in Kanada, oder? Oh Gott, jetzt blamiere ich mich gerade. Es wird ja tausende Kommentare geben. Und da haben wir gleich noch so eine schöne Szene, wo wir dann auch im Wald arbeiten. Wo man dann schön dann noch auf die Map schauen kann, beziehungsweise so ein Gefühl dafür kriegt, dass sie auch dieses... Das ist, was ich an Kanada so mag, dass es diesen Flair rüber bringen können. Aber ich bleib dabei, diese Eisenbahnlinien hier wirken etwas befremdlich. Besonders die Kurvenführung. Aber hey, wir können Zug fahren. Wir lieben Züge. So, why not? Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir das dann auch mal zusammen hier im Kanal spielen. Ihr könnt es vorbestellen. Link ist in der Videobeschreibung, da spart ihr gegenüber dem normalen Verkaufspreis und bekommt die zwei Traktoren, die blende ich euch ganz am Ende des Videos nochmal ein, die bekommt ihr noch dazu. So, hier einmal noch ein Blick in die Lok rein, wie das Cockpit aussieht. Man soll ja immer in der Ego-Perspektive fahren. Natürlich auch für rückwärtige Fahrten hier. So, dann ebenfalls neu ist Manitou. Das war ja früher auch, ich glaube, eine der am häufigsten heruntergeladenen Mods auf modhoster.de, wo entsprechend auch, glaube ich, ein Contest auf Modhoster gewonnen hat, oder war das sogar auf der LS-Seite selber? Ich glaube, ich schmeiße es gerade durcheinander und tue jetzt einem von beiden wieder weh. Das passiert mir häufiger. Jedenfalls Manitou auch drin jetzt mit ja, mit Palettengabel vorne dran. Können wir im Hintergrund auch mal aussehen auf dem Flügel. Das neue System, ihr könnt ja jetzt ballen, wenn ihr transportiert, mit Spanngurten festmachen an bestimmten fixierten Punkten auf der Ladefläche. Da wurde auch schon so ein bisschen diskutiert. Bei uns im Forum auf gardehol.de gibt es ja mehrere große Simulator-Threads von den Simulatoren, die da dieses Jahr und nächstes Jahr erscheinen. Da könnt ihr gerne mitmachen. Link zum Forum ist auch in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. So, haben wir gerade gesehen, wenn man die Gabel zu weit runterlässt, dann gibt es auch immer noch das Problem, dass man mal in die Straße reinfährt. Grundsätzlich auch hier neue Straßentextur mit den neuen Rändern, mit diesem Rinnstein am Rand, oder wie heißen die? Ja, also von dem, was ich bis jetzt sehe, würde ich sagen, ist das meine Reaktion. Hat keiner gehört, hoffe ich. So, wir fahren, und jetzt kann man auch bei Nacht so ein bisschen sehen hier, die Beleuchtungs- und Schattendinger hier im Fahrzeug. Das hebe ich ja sehr gerne beim Euro-Truck-Simulator zum Beispiel hervor, wenn man da über die Straße fährt und die Bäume flackern aufs Armaturenbrett und so weiter. So. Ich weiß es nicht, warum uns hier sehr lange die Rundumleuchte gezeigt wird. Habe ich überhaupt keine Idee, wie das wohl, was das wohl für einen Grund haben könnte. So, wir gucken uns nochmal den Helfer an hier, wo wir gerade dabei sind. Eigentlich wollen wir gerade die Fahrzeuge durchswitchen, aber hier sehen wir nochmal den Helfer bei seinem Wendemanöver. Und ja, der Helfer kann also jetzt besser Hindernissen ausweichen, der Helfer ist intelligenter. Wir haben noch eine Frage im Interview. Das Interview zeigen wir euch innerhalb der nächsten Tage. Im Hintergrund vom Interview werdet ihr dann nochmal
Gameplay sehen, was jetzt in diesem Video noch nicht drin ist. Das heißt, Interview gucken wird sich wahrscheinlich auch lohnen. Ich werde versuchen, da noch ein bisschen Gameplay in den Hintergrund reinzuschneiden. Mal gucken, wie das funktioniert. So. Ich würde mal sagen, hier GG, ne? Giants und Garderol, Best Buddies. Ihr seht es hier, Material ist da. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir es euch zeigen dürfen. Und dieses ganze Gequatsche und Gerede, was da in der letzten Zeit, in Wochen und Monaten so war, legt es bitte ad acta. So, hier nochmal ein bisschen näher ran hier. Also ich freue mich ja schon riesig drauf, hinzufahren. Ich freue mich drauf. So, Reifenspuren. Da hat unser gutes Cedric im Forum eine Anmerkung zugemacht. Lieber Cedric, guck's dir an. Ist ja nicht so, als wenn ich das Forum nur dahin knalle und dann nicht da auch unterwegs wäre und mit euch als Zuschauer interagiere, ne? So, deine Reifenspuren, Cedric. Extra für dich. Gut. So, was haben wir noch? Also, ich möchte jetzt hier weiterfahren dürfen, aber leider haben wir nur 15 Minuten. Deswegen ganz schnell mal hier nochmal zu unserem Hof hier im American Style. Ich möchte uns anmerken, dass ich hier gerade nicht fahre. Ist wirklich so. Ihr wisst, ich war nicht auf der Gamescom. So, dann natürlich einmal durch die Frucht, wie sich das gehört. Da könnt ihr ja meinen, dass ich das war. Und ja, im Gegensatz zu Pure Farming weht hier die Flagge. Muss man mal sagen. So. Und bevor wir uns jetzt mit Einparken aufhalten. Gucken wir mal kurz hier den Challenger MT-800. Eines der Flaggschiff-Modelle. Hinten mit einem schicken Grubber dran. Den lassen wir mal stehen. Denn ja, wir gucken uns mal eben kurz an, welche neuen, schönen, liebevollen Details es in der Map gibt. Ihr wisst, ich liebe das. Hier haben wir zum Beispiel einen kleinen Grillplatz und ich glaube, dieses kleine Aggregat, was da steht, oder der Grill, der steht, den kann man auch in die Hand nehmen und in der Gegend rumschmeißen. Ist ohnehin ja auch eine neue Funktion. Man kann jetzt Dinge in die Hand nehmen und dann zum Beispiel so kleine Holzstücke in der Holzwirtschaft kann man dann in den Hexer noch reinschmeißen, wo man sonst früher ewig und 3 Tage gebraucht hätte, um diese kleinen Reststücke reinzuschmeißen. Kann man jetzt von Hand machen. So, hier, Wasser. Reflektionssystem. Da oben konnte ich die Berge sehen im Hintergrund. Ist das geil? Und da hinten ist Dorfdisco. Und wir können hier eine Runde schwimmen gehen. Aber ich glaube, so wenn ich so den Himmel angucke, ich glaube, es ist ein bisschen kalt zu schwimmen. Wir gehen lieber wieder raus. Wir gehen lieber wieder raus und zeigen euch noch ein bisschen Forstwirtschaft. Glaube ich. Nein, erstmal müssen wir was anderes noch zeigen. Und zwar, wenn wir schon hier so eine geile neue Maschine haben, müssen wir mal eben kurz ins Cockpit reinschauen. Und da sehen wir Monitore, wir sehen an ganzen das Radio, wir sehen die Aufkleber sind drin, wir sehen die schön rausgearbeitete Decke. Und der Ledersitz, der hat mir irgendwie, also wenn es ein Ledersitz sein soll, so ein braunes Lederding, das ist auch schon irgendwie ziemlich geil, ne, in so einem Trecker. So, Ponze, auch wieder vertreten hier. Und wir sagen, einen Baum können wir ja mal absägen hier. Das ist also jetzt, haben wir auch im Interview gestellt, die Frage, wie das aussieht mit den alten Maschinen, ob die dann auch überarbeitet wurden. Welche Antwort Giants darauf gegeben hat, seht ihr im Interview in den nächsten Tagen hier im Kanal. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, zum Landwirtschaftssimulator mit wirklich umfangreichen, kompakten News, lasst gerne ein Abo da. Das Abo ist übrigens kostenlos. Wurde ich neulich noch gefragt, ist das Abo kostenlos? Ja, es ist kostenlos. So. Da haben wir ein bisschen geflunkert. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Also wenn ihr euch übrigens fragt, an welchen Stellen wir geschnitten haben. Wir haben hier sehr, sehr viel Arbeit in dieses Video reingesteckt, damit wir euch möglichst viel kompakt zeigen können. Und ich kenne schon die Kritik. Ja, hier Bäume fällen, kennen wir schon, ist doch gleich geblieben. Aber ich glaube, auch hier sind, was man hier bei Bäume fällen sehen kann, ist das so texturtechnisch. Das wirkt alles ein bisschen mehr crispy, würde ich jetzt mal sagen. Ein bisschen schärfer, ein bisschen stärker herausgearbeitet und übrigens auch bestätigt meine Theorie, die ich aufgestellt habe, wo ich auch schon wieder für kritisiert wurde. Jungs, hier, Holzscheit aufnehmen. Es ist in der Tat so, dass in den Gameplay-Videos, die Giants veröffentlicht hat, habe ich ja die gewagte These aufgestellt, dass da an den Kontrastreglern gedreht wurden. Und wenn ihr seht, was wir hier jetzt aufnehmen, es stimmt. Also die Gameplay-Videos, da wurde noch ein bisschen der Kontrast hoch. Ich kann auch am Codec vom Videoaufnahmeding gelegen haben oder am Encodieren. Das will doch keine Absicht unterstellen. So, der Baum ist zu schwer. Dann müssen wir mit der Motorsäge ran. Ja, so viel als ersten Eindruck
von dem neuen LS17. Was ich dazu denke, viele weitere News und Einschätzungen in den nächsten Tagen und Wochen hier auf diesem Kanal. Nicht vergessen, vorbestellen und sparen plus Bonus. Also nicht nur weniger bezahlen, sondern auch ein bisschen mehr bekommen. Könnt ihr über den Link in der Beschreibung, wenn ihr den LS17 hier bei uns vorbestellt, unterstützt ihr meinen Kanal natürlich auch. Großes Dankeschön dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr weitere solche Dinge sehen wollt, Daumen nach oben und teilen auf Facebook, auf Google+, auf Twitter, allen euren Freunden sagen und in allen Foren, wo über den LS diskutiert wird. So, meine Stimme geht weg, deswegen machen wir Schluss. Danke fürs Zuschauen und in ein paar Tagen sehen wir uns da wieder mit dem LS17 Interview mit Giants. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und ich freue mich auf eure Kommentare.